Sterilisation Hund. Was unterscheidet eine Sterilisation von einer Kastration? Der Rüde wird sterilisiert, wenn bei ihm der Samenstrang durchtrennt, verbunden oder verödet wird. Bei der Hündin beinhaltet dieser Eingriff ein Durchtrennen, Verbinden oder Veröden der Eileiter. Eine Sterilisation ist eher aus der Humanmedizin bekannt. Bei einem reinen Verbinden oder Veröden ist nicht auszuschließen, dass Samenstrang oder Eileiter wieder zusammenwachsen können. Ein sicheres Verfahren für die Sterilisation ist die komplette Durchtrennung von Samenstrang bzw. Eileiter. Eine Sterilisation verhindert lediglich, dass Samen bzw. Eier weitertransportiert werden. Der Hormonhaushalt wird nicht beeinträchtigt. Damit hat sie auch keinen Einfluss auf den Stoffwechsel. Sie ist jedoch deutlich teurer als eine Kastration. Also diese ganzen negativen Folgen einer Kastration bleiben bei einer Sterilisation aus.